Hallo, hier ist Defi.jetzt mit der Ausgabe 60. Heute habe ich den Alexander Rack und Christian Lenk von der Profit Wallet zu Gast. Hallo, ihr zwei. Grüß dich, Hallo. Servus. Hallo. Vielleicht noch eine kurze Vorstellung. Also ich, wie gesagt, bin halt der Host, der Admin dieses Podcasts, bin auch Autor von einer ganzen Reihe von Büchern, unter anderem 4 zu Krypto. Und Christian stellt sich auch noch mal kurz vor und danach der Alexander. Gerne, gerne. Ja, mein Name ist Christian Lenk. Ich bin einer der beiden Co-Founder. Mein Kollege ist Alexander, der erzählt gleich ein bisschen was von sich. Und ich freue mich, dass ich heute mit dabei bin. Ich bin seit 2016 im Crypto-Space und freue mich unheimlich über die Entwicklungen, die wir hatten. Und ja, wir freuen uns, dass wir der Community hier ein tolles Produkt, eine gute Möglichkeit zur Verfügung stellen. Und mehr dazu, glaube ich, jetzt gleich im Webinar. Ja, also mein Name ist Alexander Rack, bin 54 Jahre alt, komme auch aus Deutschland und lebe in Deutschland, im Süden von Deutschland, am Rande vom Schwarzwald und bin seit 2017, 18 im Kryptobereich unterwegs, hauptberuflich. Hatte aber vorher, komme eigentlich ursprünglich aus dem Unternehmertum, habe verschiedene Vertriebsfirmen in Deutschland aufgebaut, gegründet und dann eben entsprechend auch weiter veräußert und kam dann eben über diesen Weg eigentlich in die Kryptowelt rein und die hat mich seither nicht mehr losgelassen und ich bin da immer noch fasziniert und lerne jeden Tag dazu, was da neu ist und welche Möglichkeiten da sind. Welche Seite vom Schwarzwald wohnst du? In der badischen Seite oder in der schwäbischen Seite? Auf der badischen Seite. Das liegt aber daran, dass meine Frau aus dem Badischen kommt, weil ich bin eher von der schwäbischen Seite. Ah, okay. Welche Seite gefällt dir besser, die schwäbische oder die badische? Also wenn ich vom Schwarzwald betrachte, dann gefällt mir die badische Seite besser, weil es einfach mehr gebirgig ist letztendlich, weil der schwäbische Teil auf der anderen Seite rüber Richtung Schwenningen, Villingen ist doch etwas flacher alles. Ja, und du hast da einen schönen Blick übers Tal, übers Rheintal und dann auch auf den Wiesen. Genau, Quasi. das ist genau. Da siehst du, da ist es wunderschön. Ich unten bin in München unten. Also bei uns ist es schon noch mehr Süden und ich blicke so eher Richtung Allianz Arena und die Berge Richtung Garmisch. Also das ist auch ganz schön. Hatte ja, oder wir hatten ja den Christian zweimal 1,5 Stunden Gast in einem Podcast, Nummer 88a und 88. Vielleicht für die Profit Wallet noch nicht kennen, ganz kurz, Alexander, dass du mal kurz die Profit Wallet aus deiner Sicht kurz vorstellst. Ja, sehr gerne. Also Profit Wallet ist eigentlich ein Investmentvehikel, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, am Kryptomarkt, ganzheitlich am Kryptomarkt zu partizipieren und von diesen Ertragschancen zu partizipieren, ohne dass sie sich im Endeffekt mit dem ganzen komplexen Thema Krypto in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen. Sie können es, wenn sie wollen, aber sie müssen es nicht grundsätzlich. Daher haben wir eben auch für den Einstieg und für die gesamte Community und auch für die gesamte Kommunikation haben wir versucht, eben ein Nicht-Krypto-Projekt zu verwenden. Und da nehmen wir dann den klassischen Chatbot, den Telegram-Chatbot. Und der gibt uns die Möglichkeit, mit unseren Investoren und mit uns als Unternehmen entsprechend tagtäglich 24 Stunden, 7 Tage in die Woche letztendlich immer zu kommunizieren und zu sehen, was das Investment macht. Was macht das Investment? Das Investment erwirtschaftet für dein jeweiliges Investment Erträge täglich. Ja, die Erträge liegen zwischen 0 und 0,6% pro Tag. Aktuell, der Markt ist relativ schwierig, da kommen wir aber nachher noch drauf, aber trotzdem sehr interessant. Schwierig für das Investment, aber sehr interessant für die Investitionen. Und daher haben wir aktuell, liegen wir ungefähr bei 0,13, 0,14, 0,12% am Tag Rendite. Und das ist das, was wir gerade erwirtschaften. Okay, gut. So, und es gab ja jetzt vor kurzem, gab es ja eine gravierende, aus meiner Sicht, und zwar habt ihr die Nutzeridentifikation eingeführt. In Angelsachsen heißt das KYC. Willst du auch gleich noch kurz was dazu sagen, Alexander, warum er das gemacht hat? Ja, kann ich kurz was dazu sagen? Im Endeffekt geht es darum, wir werden immer größer. Wir haben in unseren also in unseren Anbindungen zu unseren Partnern, mit denen wir arbeiten, wo wir die Investitionen durchführen, natürlich auch sehr häufig immer wieder mal das Thema KYC. Also wir müssen auch identifizieren, woher kommt unser Geld, mit dem wir arbeiten, etc. Und daher haben wir für uns eben entschieden, aus der regulatorischen Sicht jetzt eben auch in die Richtung zu dem User abzugeben. Es wurde uns auch
bei vielen Communities auch im Endeffekt schon mehr oder weniger in die Hand gelegt. Wir sollen das endlich machen, weil die wollten das auch, um einfach auch ein Stück weit die Offenheit zur Kommunikation in beide Richtungen letztendlich durchzuführen, weil wir zeigen uns überall sehr, sehr präsent. Mit uns kann jeder reden, der bei uns investiert ist, jederzeit, wenn er möchte. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch wissen, mit wem haben wir es zu tun in der ganzen Gemeinschaft. Und somit haben wir da das Thema KYC eingeführt. Und aktuell läuft es gerade noch halbautomatisch leider. Wir mussten nochmal eine zusätzliche Schleife einführen. Aber wenn heute eben jemand eine Information bekommt, Achtung, wir brauchen von dir ein KYC, dann kriegt er entsprechende Information von uns über den Bot, welche Unterlagen benötigt werden und wie das funktioniert. Das geht dann sehr, sehr einfach. Also wir versuchen das wirklich für den Investor so einfach wie möglich zu machen. Okay. Und wie sieht das jetzt aus mit Firmen und mit Minderjährigen? Ja, wir werden auch das Thema lösen. Also aktuell haben wir über unsere Halbautomatik das ganze Thema KYC, klassisch für den Customer, das ist das Know Your Customer, ne? Und das Thema KYB oder auch das Thema für die Kinder, da sind wir gerade noch dran, das technisch auch abzubilden. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aktuell ist es aber so, wenn einer ein Kind hat oder eine Firma hat, dann können wir das auch über unseren halbmanuellen Bereich abbilden. Da muss er einfach nur den Support anschreiben und dann finden wir da auch eine Lösung, diese Daten und Unterlagen, die wir benötigen, eben von ihm dann entsprechend abzufordern. Okay. Und wir haben ja noch einen Punkt. Anlagehorizont. Wer ist denn Zielgruppe eurer Investoren, die ihr sucht? Ja, die Zielgruppe ist natürlich sehr, sehr breit gestreut. Das liegt auch ein bisschen, da wir ein internationales Projekt sind. Und mal ein Beispiel, dass ihr das versteht in der Community auch. Wenn wir heute eine kleine Community in Thailand zum Beispiel haben, ist da natürlich der Anlagehorizont für die Thailänder ein ganz anderer, wenn ich jetzt einen Investor habe aus Europa. Warum? Weil der Europäer eher immer so auf 3 Jahre, 4 Jahre denkt, dass er etwas längerfristig sich investiert, um dann wirklich auch mit seinem investierten Geld, also Ertragsmodelle zu machen, Gelder wieder zu reinvestieren und maximal weniger aus dem System rauszunehmen. Im Gegensatz dazu zum Beispiel die thailändische Gruppe, da ist es eben so, dass ganz, ganz viele uns auch nützen. Die haben dann $50 oder $100 Ertrag im Monat. Und ziehen dann wirklich diesen 50 oder 100 Dollar Ertrag raus, weil sie sagen, wir müssen davon leben. Ja, deshalb ist der Anlagehorizont bei den Investoren total breit gestreut und das soll auch so bleiben. Ja, deshalb haben wir ja das Profit Wallet so aufgebaut. Was wir aber nicht wollen, wo wir dagegen gehen, wenn einer eben einen Anlagehorizont verwechselt mit einem Trading-Horizont. Also wenn einer unsere Plattform zum Trading nutzt, da werden wir uns dagegen wehren. Das wollen wir nicht. Und da trennen wir uns auch sehr gerne dann von diesen Investoren oder von den Tradern, ohne das Böse zu meinen, einfach um die Community zu schützen. Was verstehst du unter Trading? Trading verstehe ich das, dass unsere Plattform dahingegen verwendet wird, indem man den Bitcoin-Preis beachtet. Weil wir haben natürlich durch die Einzahlung in Bitcoin, Auszahlung in Bitcoin in der Ein- und in der Auszahlung eine gewisse Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis, wenn man es dann wieder umrechnet in eine Fiat-Währung, wo auch immer auf der Welt. Ja. Und wenn wir erkennen, dass dieses Ein- und Auszahlungsthema sehr strategisch gemacht wird, je nachdem, wie der Kurs steht, um sich da selbst die Erträge zu optimieren, dann erkennen wir einen Menschen, der da eigentlich nicht im Sinne der Community, die Community stärkt, sondern er schwächt tatsächlich die Community, weil dadurch, dass wir ja nur Gelder ausbezahlen, die wir erwirtschaften, und wenn dann einer durch diese Trading-Aktivitäten eben zu viel eigentlich rausnimmt in dem Augenblick, wie er hätte eigentlich entsprechend seines investierten Kapitals verdient, dann nehmen wir dieses Geld anderen Investoren in dem Augenblick weg. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Investoren schützen in unserem System. Ich erkläre das nochmal ein bisschen anders. Im Prinzip ist es ja so, wenn ein Investor eine größere Summe, jetzt wenn es reinkam, ist es ja eh wurscht. Aber wenn jetzt ein Investor öfters Sachen rausnimmt, größere Summen, dann müsste, wenn der Markt gerade im Keller ist, verkauft er die für wenig Geld. Also wenn der Bitcoin niedrig ist, sind ja auch die NFTs und alle anderen in der Regel auch niedrig. Und das, denke ich mal, ist dann ein Schaden der Nutzergemeinde, die natürlich da eigentlich warten will, bis die Preise wieder im normalen oder im Gewinnbereich sind. Ne? Kann man ja so auch sagen. Ne?
Genau, das ist auch eine Facette von diesem Trading. Ja. Also das sind sicherlich beides. Aber also die Intention für denjenigen, der tradet, ist ja nicht, ob wir im Augenblick irgendwelche langfristigen Investments, ich sag mal, kurzfristig liquidieren müssen. Das ist ja, er macht es ja nur aus seinem Blickwinkel und er sieht halt, ich habe jetzt, was weiß ich, $10,000 auf dem Profit Wallet und dafür bekomme ich so und so viel Bitcoin. Ja, und das ist das, was er sieht. Ja, und deshalb ist die Motivation von denen Menschen, die wir da einfach nicht in der Community haben möchten, genau die, die das, diesen Themenbereich zu sehr für sich selbst optimieren. Welche Änderungen gab es bei der Portfolio-Zusammensetzung so in letzter Zeit? Naja gut, die letzte Portfolio-Änderung hatten wir ja zum letzten Monat mit veröffentlicht ganz normal. Wir sind ja insgesamt mehr raus aus dem Thema Play to Earn. Also da haben wir weniger insgesamt drin, liegt daran, dass der Markt sich hier einfach verschlechtert hat, muss man sagen. Das heißt, dass viele Projekte noch nicht released sind, viele Projekte warten und sagen, Mensch, in diesen Marktkonditionen wollen wir nicht rausgehen. Und somit durch diese fallenden Kurse sind natürlich auch die Ertragssituationen in diesem Bereich Play and Earn natürlich extrem nach unten gegangen. Und wir haben natürlich das sehr früh festgestellt. Da haben wir auch mal einen Artikel mit veröffentlicht zum dritten Quartal, was sich da verändert hat. Und wir haben dann frühzeitig, und wir müssen sagen, wir haben das schon getan, bevor dann dieser Artikel kam. Und dieser Artikel hat dann eigentlich das noch gestützt, was wir euch schon davor gesagt haben. Wir sind sehr stark in den Bereich DeFi mit reingegangen und haben sehr stark geschiftet in den Bereich DeFi, weil hier aktuell die meisten Ertragsmöglichkeiten sind und hier hatten wir ganz gute Erträge für euch generieren können. Und das ist auch das, was, glaube ich, ganz wichtig ist in diesem ganzen Thema Portfoliozusammensetzung. Wir haben ein sehr breites Portfolio, aber nicht alles in einem Portfolio arbeitet täglich und erwirtschaftet täglich Erträge. Wir haben ja auch sehr, sehr viel, wo wir investieren und darauf warten, dass die Projekte losgehen, dass hier Dinge an den Start geht, sei es bei den Minern, die wir haben, bis die ans Netz gegangen sind oder bei bestimmten NFTs, die du kaufst, die ja nicht einen Ertrag automatisch bringen, die du dann hältst, so wie wir es jetzt diese Woche hatten und 6 Monate bestimmte NFTs gehalten haben. Jetzt ist das Projekt in die nächste Phase gegangen. Es hat ein gewisses Interesse und dann haben wir verkauft und haben im Endeffekt unsere Einlage wieder rausgeholt durch das, dass wir einen Teil dieser NFTs verkauft haben. Das ist ja unser Geschäftsmodell auf der einen Seite, gerade auch im NFT-Bereich, NFTs kaufen, warten, bis der Markt sich dementsprechend positioniert, bis die Projekte nach vorne gehen, das, was wir wollen, dann das verkaufen, um im Endeffekt die Einlage, die wir getätigt haben, wieder zurückzuholen, um dann auf einer positiven Seite noch zu sein und zu entscheiden, wollen wir mehr verkaufen oder wollen wir noch in diesem Projekt mit drin bleiben? Und so sind wir da sehr, sehr stark aktuell natürlich in diesen Bereichen DeFi sehr stark mit drinnen. Wir haben auch das Thema NFT dementsprechend mit drinnen. Und kannst du ein bisschen näher eingehen? Na gut, wir haben bestimmte DeFi-Projekte drinnen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir unseren User nicht sagen, wo wir genau drinnen sind, weil wir am Ende des Tages ja eigentlich genau davon leben, dass wir bestimmte Projekte kennen, sehen, reingehen und eben nicht jeder schon weiß, dass es läuft. Denn gerade im DeFi ist es so, je mehr Menschen Bescheid wissen, dass bestimmte Projekte aktiv sind, umso schneller gehen die auch in diese Projekte mit rein, umso schneller gehen die Zinsen in diesen Projekten nach unten und somit haben wir natürlich am Ende wieder einen Nachteil, weil unser Ziel ist ja für alle zu gucken, dass möglichst wenig in diesen Projekten drin sind und wenig, wie soll ich sagen, Liquidität in diese Projekte kommt, weil wir so lange im Endeffekt davon profitieren. Genau. Dann gab es ja noch eine Änderung beim Bonussystem. Ja, grundsätzlich ist das Bonussystem eigentlich genau gleich geblieben. Wir haben also nichts verändert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Veränderung durchgeführt, die den Bereich Consultant entsprechend betrifft. Weil das, also dieses Bonussystem, dieses zweite Affiliate-System, so nenne ich es jetzt mal, oder das Bonussystem, um das es da geht, das ist im Endeffekt ein sogenanntes, war für uns in der ursprünglichen Intention ein Wachstumsmodell. Das heißt, wir wollten Menschen belohnen, die eine Struktur aufgebaut haben und diese Struktur auch zum Wachsen bringen. Das war so diese Idee. Und da gibt es dann verschiedene Stationen. Die unterste Station, also die erste Station, ist eben dieser Consultant, der dann 100 Euro monatlicher wiederkehrender Ertrag verursacht oder ausgelöst hat. Und wir haben festgestellt, dass in über 60% aller Consultants kein Wachstum stattfindet, also in den Consultant-Strukturen. Und das hat uns dann gezeigt, und wenn wir erkennen in unserer Company, in unserer Firma, in unserem Projekt, Achtung, da läuft was nicht
in die Richtung, wie wir es eigentlich gedacht haben, da müssen wir gegenwirken, weil wenn da kein Wachstum entsteht bei den Consultants und da gar keiner ein Interesse hat, Richtung Manager zu gehen, weil vielleicht die Accounts auch gar nicht mit realen Menschen belegt sind, dann müssen wir entsprechend reagieren, weil letztendlich auch ein Bonus, den wir bezahlen, in der letzten Konsequenz von unseren Erträgen bezahlt wird und es auch wieder dahingehend führt, dass letztendlich andere dadurch weniger bekommen, weil manche eben diese Systeme etwas clever ausnützen. Das war auch nicht böse. Wir haben diese Möglichkeit ja auch gegeben. Deshalb bin ich da auch niemand böse, der das gemacht hat. Aber uns darf auch niemand böse sein, wenn wir es eben wieder so hinrücken, dass es eben dann auch wieder ins System passt. Und systematisch haben wir jetzt Folgendes verändert und es kommt ganz gut an, auch bei den Leuten, dass wir gesagt haben, wir wollten es schneller haben. Wir haben uns da aber mit einigen größeren Strukturpartnern in unserer Vertriebscommunity abgestimmt und wir haben uns dann so vereinbart, dass wir zum 1.1. das Bonussystem, also die Bezahlung dieser 100 Euro Dollar für das Bonussystem Consultant, dass wir die auf 3 Monate begrenzen. Ja, das heißt, ab Januar wird geschaut, wie lange hat derjenige schon einen Bonus bekommen und hat er ihn schon mehr als 3 Monate bekommen, bekommt er im Januar nichts mehr. Hat er ihn 1 Monat bekommen, bekommt er ihn noch Januar und Februar. Hat er 2 Monate bekommen, bekommt er ihn noch im Januar. Also er hat einfach dann jetzt noch die Möglichkeit, deshalb kommentieren wir uns jetzt auch schon, jetzt noch die Möglichkeit, seine Consultant-Strukturen so zu aktivieren, dass er relativ schnell auf den Manager kommt, weil das ist die grundsätzliche Idee. Der Consultant sollte nur ein Durchgangsweg sein. Und interessant war ja auch das, dass die anderen, wo Wachstum hatten, die anderen 40%, die Wachstum hatten, die haben zwischen 1 Monat und maximal 3 Monate gebraucht, um in den Manager zu kommen. Alle, da gibt's keinen anderen. Ja, und das ist dann schon... zeigt uns da natürlich schon, dass wir da merken, dass da irgendetwas im System wir nicht überdacht haben und der Investor oder der Networker natürlich das auch ausgenutzt hat. Aber wie gesagt, es ist auch eben ist auch legitim, dass es ausnützt. Und deshalb haben wir jetzt da eben entsprechend eine Schranke eingebaut zu dem Thema. Ja. Das heißt, wobei wir sagen müssen, am Ende des Tages noch ganz wichtig, wir verändern dort nur das Payment. Was wir nicht verändern, ist die Ranggestellung. Also genau. Wir machen das nicht so, dass der drüber einen Nachteil am Ende hat, weil er sagt, okay, jetzt verliere ich vielleicht an den Consultants und werde somit in meinem eigenen Vertriebsaufbau geblockt, sondern dieser Consultant bleibt weiterhin bestehen, solange die Voraussetzungen des Consultants da sind, ja. Hat dieser Consultant am Ende natürlich dann später nicht mehr das nötige Kapital drinnen oder verliert der User die Ausbezahlen bei ihm und er hat die nötige Menge nicht mehr? Natürlich, dann verliert er organisch in dem Fall automatisch aus dem System natürlich seinen Rang, aber nicht von unserer Seite, sondern ist dann wieder eine Seite, die bei ihm steht. Ne? Kannst du sagen, in wie vielen verschiedenen Projekten ihr aktuell investiert seid? Wir sind aktuell in über 50, also aktuell müssten es 52 sein. Heute kommt noch eins dazu, weil um 20 Uhr ein Drop ist, in dem wir mit dabei sind. Und von dem her sind wir da ganz, ganz positiv, dass da wieder das nächste Projekt mit dazu kommt. Und die 50 oder 52 Projekte überwacht ihr beide, ne? Nein, wir haben in dem Fall ist das eine Entscheidung, die Alexander und ich treffen. Das heißt, die Investmententscheidung treffen wir und die Verwaltung und auch den Zugriff haben wir. Für uns ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Sicherheit. Somit treffen wir zwar die Research-Entscheidungen treffen wir gemeinsam und wir haben ein Team, was uns im Research mithilft. Wir haben natürlich auch das IT-Team, aber in allem, was wir tun, ist es so, dass keiner in der Firma die Möglichkeit hat, auf alle Bereiche zurückzugreifen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema für uns, auch zum Thema Sicherheit. Das heißt, bestimmte Menschen haben bestimmte Bereiche Zugang und Einsicht, aber nicht in alles. Ja, heißt zum Beispiel der Mitarbeiter aus dem Support, der hat bestimmte Daten, die er sieht, der User, aber er sieht nichts anderes und kann auch nichts veranlassen. Keine Zahlungen, nichts in dem Fall. Dann gibt es wieder Menschen aus dem Compliance-Team. Die haben die Möglichkeit, ja, KYC freizugeben und auch Auszahlungen freizugeben oder zurückzunehmen. Ja, also das ist bei uns im System sehr, sehr gut geregelt, was einfach zum Thema Sicherheit für uns ganz, ganz wichtig ist. Und auch unsere IT kann nirgends darauf zurückgreifen, denn wenn heute jemand eine Einzahlung tätigt bei uns auf Profit Wallet, also angenommen, du zahlst heute ein, dann ist es so, dass diese Einzahlung, die du durchgeführt hast, sofort wieder abgezogen wird. Das heißt, wir haben auch nicht ein Risiko, dass am Ende des Tages irgendwo was liegt und jemand sagen kann, oh, wir können da vielleicht drauf zurückgehen. Wir halten auf den Auszahlungswallets auch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Tokens.
ja, um auch dementsprechend, wenn jemand eine Auszahlung hat, die bedienen zu können. Aber dort ist immer so wenig drauf, dass wir da eigentlich kein großes Risiko haben. Ja. Auch das ist ein Thema zum Thema Sicherheit, was wir ja gerade in den letzten Tagen gehört haben, wie wichtig das ist, dass man eben Dinge eben nicht irgendwo liegen hat, wo man vielleicht nicht mehr drankommt. Du meinst FTX? Zum Beispiel, ja. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie viele Nutzer ihr habt oder ungefähr und wie sich das Wachstum verändert hat in den letzten 3-4 Monaten? Ja, ich glaube, wir können darüber sprechen, dass wir insgesamt ein sehr, sehr positives Wachstum haben. Wir haben am Tag mittlerweile über 1 Million Zugriffe. Das heißt, dass über 1 Million Klicks über unsere App getätigt werden, über Telegram. Wir haben am Tag ungefähr 7.000 Menschen, die aktuell sich mit ins System mit reinklicken. Also das ist schon eine Zahl, mit der wir sehr zufrieden sind, muss ich sagen. Wachstum in einem zweistelligen Prozentbereich immer wieder, ganz normal jeden Monat. Da sind wir also auch absolut sehr zufrieden, oder Alexander? Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also wir sind super glücklich. Absolut, absolut. Was wir gerade tun, ist auch eben andere Nutzerkreise wie in Afrika was Neues aufzubauen und so weiter und so fort. Also versuchen halt auch in neue Ebenen reinzukommen langsam, um da eben auch Communities zu erreichen, die bisher Profit Wallet noch nicht kennen. Da hilfst du uns auch in deiner Ecke natürlich. Solche Sachen sind da sehr, sehr wichtig für uns, wirklich. Ja, weil wir kommen natürlich aus Deutschland und unser Projekt, also die Firma sitzt in Malaysia, aber wir werden natürlich sehr stark über die deutsche Community auch, ich sag mal, gesehen und erfasst irgendwo, ne, durch die ganzen YouTube-Geschichten und so weiter. Und daher haben wir natürlich eine große Anzahl an deutschen oder an deutschsprachigen Nutzern. Ja. Ich glaube, die größte Community ist aber trotzdem die englischsprachigen Nutzer. Aktuell von der Anzahl her, vom Volumen des Kapitals sind es tatsächlich die deutschsprachigen. Und vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was sagen, was ihr tut, um neuer Nutzerkreis zu erschließen, Stichwort Konferenzen. Ja, was wir ja grundsätzlich eigentlich nicht tun wollten oder tun wollen, immer noch nicht, ist ja, dass wir Eigenvertrieb bauen. Ne? Also wir wollen ja nicht selber Vertrieb machen, das hatten wir von Anfang an gesagt, wir wollen uns auf die Investmententscheidung konzentrieren. Wir geben ja den Vertrieb komplett in eure Hände, also in die Community eigentlich raus. Wir liefern zwar die Rahmenbedingungen für die Vertriebsmöglichkeiten, aber der Vertrieb an sich macht ihr ja komplett. Und was wir sehen, was gut funktioniert, ist, dass wir in verschiedenen Communities sehr eigendynamisch entstehen, gute Webseiten, gute Landingpages, wo man auch gute, ich sag mal, E-Mail-Funnels, die dann auch verwendet werden können, um auch wirkliches Network-Marketing zu betreiben mit unserem Produkt. Ja. Und das machen die aber sehr autodidaktisch, die Networker, das finden wir sehr, sehr positiv, muss ich dazu sagen. Auch so wie der Podcast oder wie so ein Interview. Das ist ja ein sehr autodidaktisches Thema. Das kommt ja von dir, von deiner intrinsischen Motivation raus eigentlich. Ja. Und das finden wir eigentlich sehr, sehr gut. Und das wollen wir auch so weiterhin erhalten. Wir sind am Überlegen, ob wir im nächsten Jahr, ist aber noch nicht sicher, ein wirkliches Live-Event machen wollen. Da sind wir gerade an der Überlegung, am Planen. Da kann ich aber noch nicht mehr sagen, wie das, dass wir das gerade überdenken. Gut, wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema Rendite angesprochen. Wie sieht denn das aus mit Kurssteigerungen und Kostverlusten in Kryptowährungen? Wie stark werdet ihr davon betroffen? In Zahlen ist es schwierig, das auszudrücken, weil es immer falsch ist, was man sagt. Aber in der Summe ist es natürlich schon so, wir bewegen uns ausschließlich in unserer Investition im Kryptobereich. Das heißt, wenn der Markt am Boden ist, so wie gerade, dann wirkt sich das natürlich auch im Bereich der täglichen Erträge bei diesen Investments aus. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben Bitcoin-Miner laufen und die erwirtschaften Bitcoins. Wenn ich jetzt diese Bitcoins, die ich da meine, letztendlich in dem Augenblick veräußern wollte oder beziehungsweise als Rendite rausgeben müsste, dann ist es ja ganz klar, wenn der Bitcoin-Preis bei $16.000 ist, bekomme ich einfach weniger für mein Mining, wie wenn der Bitcoin-Kurs bei $50.000 ist. Ja, und somit wirkt sich natürlich auch ein niedriger Kurs über alle, also Bitcoin ist eins, aber es gibt ja viele tausend verschiedene, Coins. Und wir haben sicherlich bei uns, 20 bis 30 verschiedene Coins, die da beeinflusst sind von unseren Investitionen. Ja. Und wenn natürlich der Kurs ganzheitlich runtergeht, wirkt sich das natürlich auch auf die Renditen aus, ganz klar.
Ja, kurzfristig auf jeden Fall. Ja, kurzfristig wirkt sich es auch aus, wenn der Kurs wieder richtig schön ansteigt, dass dann auch die Renditen wieder in eine andere Richtung gehen. Plus natürlich die ganzen Investments, die wir machen, eben die keine ratierlichen Renditen, sondern mehr so aus Sicht der Spekulation erworben werden, ne? Wie eben NFTs sehr häufig oder auch, was wir gerade eben auch was Neues angefangen haben, diese ganzen Seed-Investitionen in Unternehmen, die meistens eben in der Infrastruktur im Kryptomarkt tätig sind, und wir steigen eben sehr, sehr frühzeitig in solche Projekte ein, um eben noch ganz bevor eigentlich das Projekt steht, sondern wir wirklich mit einer Blaupause nur steht, wir schon Investor sein können, wirklich in der Seed-Phase, um dann auch richtig große Renditen mitzunehmen, Erträge mitzunehmen, wenn das Projekt dann wirklich funktioniert. Alexander, du hast jetzt das Wort Seed-Investment im Mund genommen, aber vielleicht Christian, dass du mal kurz erklärst, was ist ein Seed-Investment, worum geht der rein und warum ist das jetzt für mich was Positives, wenn ihr das macht? Ja klar, grundsätzlich ist natürlich ein Seed-Investment, so wie es Alexander schon angesprochen hat, die Möglichkeit, frühzeitig, wenn Unternehmen an den Markt gehen oder dementsprechend sagen, wir würden gern mit einem Produkt an den Markt gehen, sich frühzeitig zu beteiligen. Das heißt, da gibt es noch keinen Verkauf, da hat noch nicht stattgefunden, sondern man ist in der Planungsphase, das Geld wurde gesammelt, das Erste, die produzieren, programmieren, und irgendwann geht es dann natürlich in diese Phase rein, dass sie dann die nächsten Investoren dazu kriegen, dann findet der erste Public Sale statt und dann geht's an die Börsen in der Regel, ja, und das ist eigentlich das Spannende, und wir kommen in einer Zeit, vielleicht einfach für ein Beispiel, wo wir jetzt einen Token bekommen am Anfang oder das Anrecht auf einen Token, der vielleicht in dem Fall vielleicht 5 Cent kostet, ja, wenn es dann losgeht, dass die nächsten Investoren kommen, dann wird er für 10 Cent verkauft. Wenn dann irgendwann mal sagt, okay, da haben wir Leute auf einer Whitelist, also bevor der wirklich an die Börse öffentlich released wird, gibt es ja Menschen, die so eine Whitelist haben und sagen, Mensch, ich kann da nochmal so einen Private Sale haben, ja, dann kostet der vielleicht schon 20 Cent. Und wenn er dann an die Börse geht das erste Mal und gelistet wird, dann kostet er vielleicht 40, 50 Cent, was auch immer. Und wir sind natürlich in diesem Bereich dabei, wo wir sehr früh dabei sind und natürlich am meisten partizipieren. Und das ist eigentlich die große Idee an diesen Seed Investments auf der einen Seite, dort mit früh dabei zu sein. Und da machst du natürlich ja die besten Möglichkeiten, die besten Erträge. Manchmal sind wir auch bei diesen Investments natürlich dabei, kurz bevor da kriegen wir die Info, kurz bevor der noch dementsprechend gelauncht wird. Ja, das heißt, haben wir jetzt auch ein Projekt gehabt, da konnten wir zur Hälfte vom Preis, wie er dann released wird, noch mit einsteigen. Und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Situation. Das sind so Dinge, die wir haben. Wir suchen natürlich immer nach Projekten, die bereits schon im Web 2 waren, also das heißt, die schon auf eine Historie zurückgreifen, die schon eine gewisse eine gewisse Markteinführung haben, die vielleicht schon ein Produkt haben in Web 2, die sagen, ich möchte jetzt mein ganzes Projekt vielleicht auf diese neue Technologie umwandeln, ich möchte in den DeFi, NFT-Bereich gehen, wo auch immer. Das ist ganz spannend, wenn du dort mit reingehst, weil die schon dementsprechend Erfahrung mitbringen. Und das suchen wir natürlich auch. Und da kriegen wir immer wieder gute Projekte, wo wir natürlich, weil das ist ja auch ein Ziel für uns, nicht nur investieren und dann warten, dass irgendwas passiert. Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, mit einem Unternehmen in eine Kooperation zu gehen, wo wir eine gewisse Anzahl an Tokens gekriegt haben. Die müssen wir jetzt für 17 Monate liegen lassen. Nach 17 Monaten, das nennt sich Vesting-Phase, also es ist diese Sicherheit, die gegeben wird den Menschen, die später dann den Token kaufen, dass frühe Investoren, nicht wenn so ein Token an den Markt kommt, einfach verkaufen und den Markt dumpen, würde man sagen, also die alle verkaufen, um schnell Kasse zu machen. Also es ist ein Schutz für den Anleger, und wir sind natürlich, weil wir früh dran waren, günstiger dazugekommen sind, haben wir so eine Phase von 17 Monaten. Nichtsdestotrotz haben wir in dem Fall zum Beispiel jetzt aber auch eine Garantie, dass wir auf unser investiertes Kapital 6% im Monat an Ertrag bekommen, zusätzlich zu den Tokens, die wir haben. Und das ist für uns wichtig, weil wir ja am Ende des Tages hier eine Ertragssituation für die Community schaffen wollen. Und somit ist das so ein Teil zum Beispiel, den wir hier mit drin haben. Und der Anlagehorizont bei den Seed Investments oder die Haltedauer, wie auch immer, die ist in der Regel wie? Von bis? Na gut, das ist, wie wir es gerade gesagt haben, es kommt immer darauf an, wo wir sind. Wir versuchen, dass wir in der Regel, wenn wir in sowas reingehen, um die 18 Monate, ja, maximal 2 Jahre. Warum? Weil wir natürlich längerfristig im Kryptobereich dort natürlich nicht wissen, wie es aussieht.
Und deswegen wollen wir gerade in solchen Dingen uns auch nicht zu lange im Endeffekt mit aufhalten. Denn am Ende des Tages wollen wir natürlich auch eine Ertragssituation schaffen. Und deswegen natürlich auch wichtig, Projekte zu suchen, die hier ja mittelfristig ja relativ schnell dann natürlich auch dazu führen, dass wir hier dementsprechend auf unsere Investments zurückgreifen können. Und im Mining? Genau, wir haben relativ viele Mining-Geräte zugekauft in einer relativ günstigen Phase. Und diese Mining-Geräte sind alle verschifft worden nach Nordamerika, nach Texas. Wir haben in Texas gerade eine Situation noch, die sind teilweise noch im Pending, teilweise fangen sie gerade an, also in der Haltestellung, weil manche Mining-Farmen in Nordamerika im Sommer zum Beispiel sehr viele von ihren Mining-Geräten abschalten mussten, weil sie einfach die Energie für die Haushalte benötigt haben, also sprich für die ganzen Klimaanlagen etc. und so weiter. Und da haben wir jetzt gerade noch bei dem einen oder anderen Gerät noch eine Haltestellung. Wir warten noch, bis die Genehmigung für diesen Mining Pool letztendlich, also nicht für diese Anlage, für diese neue Anlage, so muss ich sagen, wo wir die gelagert haben, letztendlich da ist. Da warten wir täglich auf die Genehmigung. Dann gehen auch diese Geräte dann ans Netz. Eingerichtet sind sie schon. Wir warten eigentlich tagtäglich auf die Aktivierung von diesen Sachen. NFT, Gaming, Streaming-Bereich, der ist ja ziemlich aufgebläht. Vielleicht kann man erstmal zum Streaming. Was könnte dazu sagen? Im Streaming-Bereich, beziehungsweise ist es ja immer noch die gleiche Situation, wie wir es bereits ja schon mal gesagt haben. Im Streaming-Bereich haben wir Lizenzen gekauft. Mit diesen Lizenzen, die wir gekauft haben, musst du gleichzeitig noch Server bereitstellen. Das heißt, es reicht nicht, eine Lizenz zu haben, sondern du stellst dort Infrastruktur zur Verfügung. Das heißt, wir betreiben dort Server. Auf jedem Server, den wir dort betreiben, kannst du eine Lizenz dementsprechend aktivieren. Und das Ziel ist am Ende des Tages natürlich, dass wenn die Filme in dem Fall über die Blockchain laufen, dass du dementsprechend die mitstreamst und dass die über deinen Server mitlaufen und du dann dementsprechend partizipierst. Das heißt, dass wir einen Ertrag bekommen. Aber hier ist es aktuell natürlich so, das haben wir ja schon mal gesagt, dass die ersten Filme und Serien wahrscheinlich erst im nächsten Jahr losgehen. Geplant war, dass da im Dezember vielleicht ein Weihnachtsstory kommt vom Anbieter. Aber aktuell ist es so, diese Woche Montag war es so, da wurde der erste Science Fiction geht jetzt los, da ist das Drehbuch fertig. Und jetzt geht's dort los, dass die sagen, okay, wir stellen jetzt die Schauspieler ein, die Sets werden hergestellt und da wird gerade zusätzliches Kapital von Investoren angefragt. Und ja, da können sich Leute aktiv NFTs kaufen, um sich an sowas nochmal zusätzlich beteiligen. Und dann geht es die Schritte. Ich denke, dass wir auch, so wie wir es geplant haben, ab nächstes Jahr März, April, Mai, denke ich, damit rechnen können, dass hier die ersten Filme losgehen. Da sind wir ganz, ganz positiv, weil am Ende des Tages, und auch das ist wieder ganz wichtig, da baut sich ein komplett neuer Bereich auf. Also für viele ist es manchmal so, das ist wie in dem Gaming. Wir sprechen ja ganz oft Gaming-Filme. Ja, dann gibt es halt einen Film über die Blockchain oder ein Spiel. Aber diese Zeiten, um sowas zu generieren, das dauert einfach. Ja, ein Spiel produzierst du nicht in einer halben Stunde. Ja, da sitzen viele Hunderte von Menschen da. Viele Studios sitzen damit dran, die einfach sehr viel Arbeit leisten müssen. Und bei einem Spiel AAA in dem Fall, also eins von diesen Top-Top-Top-Games, sind die Programmierer in der Regel 3 bis 5 Jahre dran. Ja. Und ähnlich sehen wir es auch in dem Bereich Streaming für die Filme. Hier wird sich einfach was in den nächsten Jahren auftun. Und deswegen sehen wir dieses Investment, was wir getätigt haben, auch wieder nicht als ein kurzfristiges, sondern so wie wir es vorher gesagt haben, eigentlich in einer dauerhaften Situation auch für die Zukunft. Ja. Also dieses Long-Term, dieser Gedanke eben, nicht nur schnell vom Markt zu partizipieren, sondern sich was aufzubauen, an dem du kontinuierlich immer wieder partizipieren kannst. Ich vergleiche es jetzt einfach mal ganz einfach. Wir haben dort eine Kuh, die wir gerade ja dementsprechend schauen, dass sie erwachsen wird. Und wenn diese Kuh erwachsen ist, dann gibt sie Milch. Und das ist das Ziel, dass wir dieser Kuh jeden Morgen Milch abzapfen und sagen, danke dir, dass du da bist, liebe Kuh. Und um das geht es am Ende des Tages. Ja, um das vielleicht mal einfach runterzubrechen, ja. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir immer, dass wir uns um die Kuh kümmern, dass das passt, dass die funktioniert, dass die klappt und dass wir dadurch einen Ertrag generieren. Unser Ziel wird nie sein, die Kuh zu schlachten in so einem Bereich, ne? Sondern Ziel wird sein, Erträge zu generieren. Und das ist genau das, was der Streaming-Bereich bietet, wo wir glauben, das wird sehr, sehr spannend. Sehen wir ja auch im Bereich Music und im Bereich Games, auch dort
werden diese Infrastrukturen zur Verfügung gestellt. Ich denke, Investitionen, egal ob das jetzt im Kryptobereich oder woanders ist, in Infrastruktur ist immer das, glaube ich, was sehr, sehr lukrativ ist. Denn die Leute nutzen Infrastruktur. Warum? Die Leute brauchen eine Börse, eine Binance-Börse. Warum? Weil sie die Infrastruktur brauchen, ja. Die Leute brauchen Blockchains. Deswegen investieren die Menschen in die Blockchains, ja. Weil die Infrastruktur bieten, auf denen gebaut wird, ja. Einzelne Projekte auf einer Blockchain kommen und können auch wieder gehen. Aber die Blockchain selber, ja, auf der gebaut wird, die bleibt in der Regel, ja. Wenn es die richtige ist. Also auch das vielleicht noch. Und wie schaut es im Bereich Gaming aus? Was hat sich da irgendwie getan in den letzten Wochen, Monaten? Na gut, das Gaming hatten wir ja gerade angesprochen schon. Im Gaming-Bereich passiert aktuell sehr, sehr wenig. Eigentlich fast gar nichts mehr. Die Produzenten produzieren aber keine Released. Die sagen natürlich, in diesen Marktkonditionen möchte ich nicht meine Spiele veröffentlichen. Warum? Weil in der Regel ist es ja so, sie müssten Assets generieren, sie müssen die Assets verkaufen. Also ob das jetzt Land ist, ob das Spielfiguren sind, ob das Gebäude sind, ob das Autos sind, egal was in diesen Spielen benötigt wird. Und aktuell ist der Markt einfach nicht so gegeben, dass viele Menschen sagen, Mensch, ich gehe da rein und kaufe extrem viel ein. Also diese Vorsicht, die hier gerade vorherrscht, ist einfach ein Grund, dass viele sagen, nee, ich bin fertig, aber ganz ehrlich, ich warte jetzt noch ein halbes Jahr, bis die Konditionen sich verbessern. Denn wenn ich verkauft habe, danach ist mein Asset verkauft. Und ja, Ziel ist ja von vielen, hier wirklich Gelder auch mit einem Verkauf einzunehmen. Das versteht man ja auch, weil die das auch für ihre Infrastruktur brauchen und sagen, okay, wenn ich verkauft habe das erste Mal meine Assets, dann habe ich ein gewisses Geld, mit dem kann ich weiter bauen, kann mich weiter um meine Mitarbeiter kümmern, kann weitere Strukturen aufbauen. Also absolut verständlich, dass hier aktuell ja weniger im Endeffekt rauskommt. Ja, und das sehen wir ja auch im NFT-Markt sehen wir das gerade. Da passiert das eine oder andere. Heute, nach langer, langer Zeit, kommt Adidas endlich raus. Da ist heute der neue Drop im Endeffekt für das, was du mal vor einem halben Jahr bekommen hast, ja, findet heute ein Drop statt. Also auch das dauert seine Zeit. Und wir sehen das auch in anderen Projekten im NFT-Bereich. Ja, Nike hat jetzt die ersten virtuellen Schuhe, die du dann auch wieder kaufen kannst. Also da entsteht ganz, ganz viel, ja. Die große Idee ist ja auch in dieser Industrie, auch in diesem Bereich NFT gerade zum Beispiel, wie wir es mitkriegen, Adidas, Nike und Co., dass die auf der einen Seite dem Kunden ein NFT verkaufen, du kaufst dieses NFT und weil du dieses NFT hast, wirst du immer wieder belohnt mit einem weiteren Drop oder du kannst einen Schuh kaufen, du kannst ein T-Shirt bekommen, du kannst also dieses NFT, man sagt verbrennen, burnen, du gehst bei denen auf die Seite und sagst, ich möchte es nicht mehr haben, dann kriegst du ein anderes NFT dafür und ein T-Shirt. Also das ist so eine Situation oder ein Hoodie oder ein Schuh oder wie auch immer. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten, und es ist unheimlich interessant, was gerade zum Beispiel eben auch Nike und Adidas machen, das immer mehr erleben, dass hier also Artikel nicht mehr im Geschäft gekauft werden, sondern dass du NFTs kaufst. Und wenn du dieses NFT hältst, wird es Menschen geben, die sagen, Mensch, ich kaufe dir das ab, weil das einen bestimmten Wert für mich hat. Also so wie diese Sneakers, das kennt man vielleicht heute, gekauft werden, weil die was ganz Besonderes sind. Diese Air Jordan aus dem und dem Jahr oder in der Version, das Gleiche findet in diesem NFT-Bereich statt. Und somit sind wir sehr froh, diese Dinge halten zu können, um zu sagen, du pass auf, irgendwann kommt diese Zeit. Ich glaube, wir haben irgendwann mal in einem Gespräch, Alexander und ich haben uns da lange drüber unterhalten, haben gesagt, Mensch, ist denn jetzt die Zeit, einen Bored Ape zu kaufen? Wann machen wir das? Und wir waren beide der Meinung, ein Bored Ape ist cool, aber ein Bored Ape ist Kapital, was du hast, was nichts tut. Und die Frage, kaufst du dir bei 100 Ethereum einen Bored Ape? Nein. Ja. Und wir sind aber davon überzeugt, dass vielleicht irgendwann die Situation und der Tag kommt, wo vielleicht der Preis so passt, dass du sagst, okay, das könnte jetzt ein Investment sein, was interessant ist, um es langfristig zu halten. Aktuell nein. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für die User. Also bringt dir nichts, nur NFTs zu kaufen, die du dir in die Wallet legst, die keinen Ertrag bringen. Weil am Ende kommt ja auch jemand und sagt, Mensch, das ist jetzt schön, jetzt haben wir da langfristig investiert. Aber was machen wir denn, ja? Also ihr kauft eigentlich Kühe, die im Wert steigern und noch Milch geben können. Absolut. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft zum Thema, was ist denn investieren? Was ist denn ein laufendes Investment? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo viele noch gar nicht so gewohnt sind. Ich glaube, unsere Aufgabe als Company, und das war eine Aufgabe der letzten 7 Monate, und da sind wir sehr froh, dass wir wirklich da eine Mindset-Änderung hinbekommen haben bei vielen, die verstanden haben, oh,
Krypto ist nicht heute Krypto gekauft, morgen kaufe ich mir einen Lamborghini, weil das ist ja das, was bei vielen so im Kopf ist. So, heute habe ich Bitcoin gekauft, heute habe ich dies gekauft, hey, wann bin ich Millionär? Das funktioniert so nicht. Es ist immer noch ein hartes Investieren. Investieren, warten und am Ende belohnt dich die Zeit. Denn es war schon immer, dass die Zeit am Ende den Ertrag bringt und nicht dieses mal schnell rein, mal schnell raus. Ja, das ist vielleicht ein kurzfristigen Ertrag, den du generierst. Dieses schnell rein, schnell raus, ja. Aber wenn du dir was langfristig aufbauen willst, dann funktioniert es nur darüber, dass du sagst, kontinuierliches Ansparen, immer wieder sparen, immer wieder aufbauen. Und natürlich, wenn ich sage, Mensch, heute ist ein schöner Tag, ich möchte mir mal, weil wir es gerade gesagt haben, Adidas, vielleicht was Schönes zum Anziehen kaufen. Ich möchte mal schön essen gehen, ich möchte irgendwas Besonderes machen. Ja, nimm dir einen Teil deines Ertrages raus, den du generiert hast. Aber schlachte nicht die Kuh. Nimm dir einen Ertrag, nimm dir die Milch. Denn das ist das Thema, um was es geht. Ja. Dann habe ich hier einen Punkt weiter oben stehen. Weitere Neuigkeiten. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, Alexander? Wir haben natürlich ständig irgendwelche Neuigkeiten im Bot selber, dass wir neue Features einbauen, mehr Informationen reingeben. Aber da würde ich auch immer darauf verweisen, dass ihr immer wieder in die Telegram-Gruppen rein solltet, beziehungsweise in den Info-Channel rein solltet alle. Und dann vor allem immer wieder mal auch den Bot durchklicken und mal schauen, ob es Neuigkeiten gibt. Linktree ist ja auch ein Punkt, den ich nochmal hinweisen möchte. Auf Linktree seht ihr ja alles, alle neuen Präsentationen, Videos, alles Mögliche, was Informationen für euch sind, die wichtig sind, die einfach auch so ein bisschen Vertrauensthema abbilden, um da besseres Gefühl zu haben, mit Profit Wallet gemeinsam den Weg zu gehen. Also ruhig in den Bot reingehen, aktiv ihn nutzen. Wo finde ich den Linktree? Linktree findet man auch unter dem Bereich, also wenn du FAQ, rechts. Genau, im Bot, wenn du auf FAQ gehst, ja, und dann gibt es eben unten einen Link, der wird beschrieben mit Linktree und dann kann man da drauf gehen und dann kommt man direkt in diese Applikation. Genau, vor allem, wir haben ihn so platziert, dass der Letzte ist, der kommt, denn wenn du auf diesen Button drückst, dann kriegst du gerne eine Nachricht. Und die meisten in Telegram lesen ja, die scrollen ja nicht hoch und lesen die Nachricht von oben, sondern die meisten fangen ja unten an und scrollen dann von unten nach oben. Und somit hat man den eigentlich sofort mit drinnen. Genau, wenn ihr auf Support klickt, den Button, das ist der in der Mitte, da kommt ihr ganz, ganz schnell zu den Gruppen. Also auch hier sind dann die deutschsprachigen, die englischen Gruppen ganz normal mit drin, wo ich draufklicken kann und eigentlich immer wieder eine Info bekomme. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr drinnen aktuell verändert. Was wir jetzt nicht erfasst haben, was wir geändert haben, siehst du, das war immer für jeden so wichtig und jetzt kommt es nirgends mehr auf. Wir haben irgendwann zum 1.11. auch das Thema Segwit freigeschalten. Das war ein ganz großes Thema eigentlich, gell? Das haben wir jetzt eigentlich schon wieder, das ist schon, als ob es schon immer normal war. Ja, das ist dieses, da passiert so viel jeden Tag, dass du sagst, okay, du hast was programmiert, es kommt an den Start und das finde ich manchmal ganz interessant. Für euch ist es, oh, da habe ich eine neue Option. Ich drücke auf den Knopf, möchte eine Auszahlung und möchte über Segwit haben, also eine BC1-Adresse ist Segwit. Und für uns war das aber im Hintergrund relativ viel Programmierarbeit, bis das mal so geklappt hat, bis das funktioniert hat, bis die Server soweit eingerichtet sind, bis das alles sicherheitstechnisch gefunktioniert hat. Und genau, seitdem haben wir auch die Möglichkeit, wieder über diesen Bereich auszuzahlen. Warum? Immer mehr Börsen nutzen diese Möglichkeit der Einzahlung oder es gibt auch Anbieter am Markt. Relay ist zum Beispiel einer, der jetzt zwar die Einzahlung kannst du über Relay machen, dass du dort Geld einzahlst, Bitcoin bekommst, die zu uns schickst, aber der Weg zurück ging leider nicht mehr, weil die auf einmal geändert haben. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eben dieses Thema Segwit geändert. So jetzt kann der User wieder auf Relay oder Virex oder wo auch immer er ist, dementsprechend auch diese Auszahlung auch wieder hinführen. Ist für mich ein ganz wichtiges Thema auch gewesen, um auch hier diesen Support mit reinzubringen, dass ihr da auch dementsprechend ja da handeln könnt und dementsprechend das wieder nutzen könnt. Kommen wir zur letzten Folie, zum Ausblick. Was könnt ihr dazu sagen? Alexander, das überlasse ich dir. Ausblick ist, wir haben ja einige Sachen auch jetzt in den Fragestellungen wahrscheinlich schon beantwortet, was Ausblick ist, weil wir haben nicht nur zurückgeschaut, wir haben bei fast jeder Antwort auch nach vorne geschaut. Und aber vielleicht zusammenfassend, unser Wunsch nach vorne ist, dass wir einfach die Community weiter ausbauen, größer machen, dass wir noch mehr Investoren gewinnen, die letztendlich wirklich mit ihrem investierten Kapital wirklich ihre eigene persönliche
wirtschaftliche Situation durch Profit Wallet verbessern. Das ist einer unserer größten Wünsche überhaupt. Ja, wie gesagt, das ist in der Gruppe in Thailand, können das monatlich 100 Euro ein Life-Changer sein. In Europa ist es vielleicht ab 1.000 Euro aufwärts wird es ein Life-Changer, je nachdem, was ich da verdiene eben. Ne? Wie es in Mittelamerika ist, weiß ich nicht aktuell. Aber so hat halt, gibt es halt jede Region ihre eigene Gesetze oder Regeln vor, letztendlich auch ein Stück weit. Und das ist das, was wir nach vorne hin weiter ausbauen wollen, weiter stärken wollen. Wir wollen weiter den Investor schützen und stärken in seiner Investmententscheidung und in seinem Ertrag. Das ist uns auch sehr wichtig. Und wir denken, und das sage ich jetzt mal, das ist das ganz Aktuelles, aber ich sage nicht, was wir machen. Wir denken erstmalig sogar darüber nach, wie wir den Vertrieb letztendlich unterstützen können in einem bestimmten Feature. Da wird sich auch, werden wir die nächsten Wochen vielleicht mal was veröffentlichen, was den Vertrieb auch entsprechend von unserer Seite aus in den Vordergrund stellt. Das könnte auch spannend werden. Aber auch das ist komplett anders, wie ihr sonst von anderen Firmen kennt, weil wir denken einfach immer ein bisschen anders, glaube ich, wie die klassischen Krypto-Projekte, die da eben nur auf Network aus sind und versuchen, Geld einzutreiben. Das ist nicht unser Ziel, weil letztendlich, wenn wir morgen kein Geld mehr bekommen, läuft Profit Wallet trotzdem so weiter, wie es gerade läuft. Ja. Wenn wir morgen aber natürlich deutlich mehr Geld bekommen, läuft Profit Wallet deutlich besser nach vorne hin weiter. Warum? Weil wir einfach aktuell eine Einkaufsmöglichkeit haben, die wir im Kryptobereich die letzten Jahre nicht mehr hatten. Also mehr Geld ist aktuell für euch kein Problem, sondern eher ist ein Ziel ungewollt, weil ihr momentan sehr gute Einkaufsmöglichkeiten habt. Die Whale-Map, so, ganz kurz vielleicht einfach mal zu sehen, wo bewegen wir uns denn seit Anfang des Jahres? Ich habe das mal kurz reingetan, das war so der Höchststand, den wir im Bitcoin hatten und danach haben wir gesehen, dass wir uns in dieser Phase befanden, die nach unten ging und diese blauen Bubbles in dem Fall beinhalten immer bestimmte Aktivitäten von Wale. Wale sind Konten, also Krypto-Wallets über 10.000 Bitcoin, das ist ein Wal im Kryptobereich und wir sehen, da war relativ wenig Bewegung, aber wir sehen eins und das ist sowas, was uns sehr, sehr positiv stimmt. Wenn wir mal reingucken, seit Oktober, das siehst du hier unten rechts, bei welchem Bitcoin-Preis, wie viel Bitcoin denn hier den Besitzer gewechselt haben, also von Retail zu Walen. Und jetzt schauen wir mal kurz rein hier. Einfach mal im Oktober waren wir noch bei 27.000, 22.000 an einem Tag, 13.000 an einem Tag. Und ihr seht, und du siehst, je größer hier dementsprechend die Bubble wird, umso größer auch die Menge, was hier dementsprechend verkauft wurde und gleichzeitig zeichnet es auch wieder eine bestimmte Unterstützungslinie hiermit ab. Und wenn wir hier mit reingucken, wir haben hier 36.000, 105.000 Bitcoin, die meinen Preis von 21.151 in Whale Wallets gegangen sind. Ja, ist nicht ein Whale Wallet, sondern das sind verschiedene Wallets, da haben dann verschiedene Whales gekauft. Wir sehen hier 61.000 und so ging das eigentlich weiter. Und wenn wir gerade die letzten Tage angucken, wo wir eben sehen, dass der Markt sehr verunsichert ist auch, ja, und sagt, Mensch, was geht denn da weiter? Dann sehen wir, dass die Wale sich im Moment die Tasche voll machen. So möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Und wir können das hier ganz deutlich sehen. Ja, 10. November sind es 13.000 Bitcoin gewesen. Am 11. November 67.000 Bitcoin. Wir sehen 46.000 Bitcoin. Und so seht ihr eigentlich, dass hier permanent, ja, 31.000 Bitcoin, 33.000 Bitcoin, dass hier eigentlich in den letzten Wochen, vor allem die letzten zwei Wochen, extrem viel Bitcoin zu Wahlen in ihr Wallet gegangen sind. Und ich möchte es ganz kurz hier nochmal, weil wir das schnell gemacht haben, auch nochmal hier zeigen an der Folie, wenn wir mal sehen, allein von Juli bis August, was hier passiert ist. Ich glaube, wir hatten es jetzt hier drin. So, da sieht man das nochmal ganz, ganz deutlich. Die schwarze Linie oben ist der Preis des Bitcoins gewesen und die orange, der orange Chart hier unten sind die Adressen. Und wenn wir mal gucken, von wo wir denn kommen seit Februar, bei wo wir sehen, da hatten wir 84 Wallets, die mehr als 10.000 Bitcoin beinhaltet haben. Und jetzt guckt einfach mal mit rein, liebe Community, was hier passiert. Ja, und wir sehen, der Preis geht runter, aber immer mehr große, große, große haben Interesse, gehen hier mit rein. Also das sind die Family Office, das sind die Banken, das sind die Institutionellen, das sind Menschen, die euch jeden Tag erklären, Bitcoin ist vorbei, Bitcoin ist tot, Bitcoin macht keinen Sinn, Krypto ist vorbei, wir brauchen mehr Regulierung,
Mensch, kommt wieder zurück in die Fiat-Welt, da gibt es jetzt wieder Zinsen und whatever. Und wenn wir uns allein die letzte Woche angucken, und das ist natürlich schon brutal, sehen wir haben eine Steigerung gehabt, ja, da können wir mal gucken, von letzter Woche, vom November, von 107 Wallets auf 122. Also in den letzten zwei Wochen haben 15 neue Wallets mehr als 10.000 Bitcoin akkumuliert. Und das ist was, wo ich sage, unglaublich, was hier aktuell passiert. Das vielleicht auch ein bisschen als Ausblick, den sich jeder vielleicht auch mal selber überlegen sollte. Wo bewegen wir uns denn da? Wenn alles so schlimm wäre aktuell und die alle keine Zukunft sehen, dann frage ich mich, warum kaufen Menschen mehr als 10.000 Bitcoin? Ja? Muss sich jeder vielleicht auch mal selber überlegen, wenn Wale kaufen, ob das eine gute Zeit ist. Und was eigentlich sehr schade ist, ist im Moment, und das ist vielleicht zum Thema langfristiges Investment vielleicht auch nochmal als Schlusswort, von wem kaufen die? Die kaufen von dir, die kaufen von Alexander, die kaufen von mir. Wenn wir sagen würden, Mensch, unser Schmerz ist zu groß, wir verkaufen jetzt, wir haben aufgegeben, wir glauben nicht mehr dran, wir lesen FTX, wir lesen dieses, wir lesen jenes, oh je, und alles ist schlimm. Das sind die Menschen, die irgendwann aufgeben und verkaufen. Ja, vielleicht auch verkaufen müssen, weil sie eine wirtschaftliche Situation haben, die vielleicht gerade schwierig ist. Aber Investment bedeutet, genau in diesen Zeiten mit dabei sein. Und deswegen suchen wir, wollen wir weiterhin die nächsten Jahre hier mit dabei sein, weil wir sehen, die nächsten 18 bis 24 Monate wird eine life-changing-Situation werden. Und das ist das, was wir wirklich sehen. Und dazu laden wir jeden ein. Und wer das jetzt so ein bisschen gesehen hat, glaube ich, verfolgt hat, wo ist unsere Entwicklung, was haben wir getan in den letzten Monaten, wo ist die Ausrichtung auf die Zukunft, was machen gerade Wale, warum kaufen die ein? Die kaufen ja nicht ein, weil der Markt schlechter wird, oder? Die kaufen ein, weil sie sagen, Mensch, wow, ich finde vom Preis-Risk-Management, also vom Anlagehorizont und von dem her, was ich jetzt im Moment bezahle, finde ich, das ist ein gutes Geschäft. Und so sehen wir es auch. Und deswegen sind wir absolut davon überzeugt und sind uns hundertprozentig sicher, dass die Zeit, vielleicht wird die noch besser, aber wenn wir das mal gesehen haben hier, es ist unglaublich. Und wir sind der Meinung, es wird Menschen geben, die sagen, Mensch, ich warte jetzt noch, weil der fällt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann steige ich schon ein bei Profit Wallet. Aber die Frage ist, werden sie es dann wirklich noch schaffen? Weißt du, wie ich meine? Also dieses, der eine oder andere wird vielleicht den Zug verpassen, weil er einfach an ihm vorbeigefahren ist. Und er dann sagt, weil das haben wir ja auch schon erlebt, wenn der bei 20 ist, dann kaufe ich. So, jetzt sagt er, ich kaufe bei 10. Die Schwierigkeit, der Kurs geht irgendwann wieder hoch auf 20, 25, 30 und dann sagen die Ersten, na, jetzt kaufe ich nicht mehr. Kennst du das? Und das ist das, was wir so sehen, wo wir glauben, wo wir euch animieren wollen. Es gibt nur einen Tag zum Einsteigen und der ist heute. Der war schon immer heute, wenn ich investiere. Immer heute. Es gibt keinen Morgen, übermorgen. Es gibt heute. Und jeder muss eine Entscheidung für sich treffen und sagen, okay, wo möchte ich die nächsten Jahre hin? Wo möchte ich mich, wo sehe ich mich? Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, wie wir es sehen und wie wir hundertprozentig davon überzeugt sind, wie wir die nächsten Jahre positiv, ja, mit euch erleben dürfen. Das war ein gutes Stichwort. Kann ich bloß noch was hinzufügen? Morgen ist auch noch ein Tag, aber der beste Tag zum Einsteigen heute. Du kannst morgen auch noch reingehen, Christian. Gut, dann danke ich euch beiden für die Zeit. Gerne. War, lieber Zuschauer, wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Kanal, drückt den Daumen nach oben und euch beiden wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke. Dankeschön. Tschüss an alle. Ciao. Servus, tschüss. Viel Dank.